Hi, meine Freunde, ich bin der Gamer Tiro und das ist Until Dawn. Wir sind hier Emilys Bildschirm und ich muss erstmal kurz Revue passieren lassen, was in der letzten Folge passiert ist. Wir haben erfahren, dass Josh der Killer ist, der aber gar niemanden killen wollte, sondern einfach nur uns verarscht hat. Er wollte, dass wir, also dass der Rest der Gruppe das fühlt, was seine Schwestern fühlen mussten. Also eben dieses Scheißgefühl, dieses Scheißgefühl halt. Und dann, also, Josh war nicht der Killer. Dann dachte ich eben, dieser andere Typ mit dem Flammenwerfer wäre der Killer. Der hat Emily aber gerettet. Und dann gibt's noch diese komischen Wesen, die Matt getötet haben. Auf jeden Fall, Josh hat das verdammt gut gemacht. Fand ich echt gut gemacht, vor allem diese Szene, wo wir uns zwischen Ashley und ihm entscheiden mussten. Da hätte ich gern gewusst, was passiert, wenn wir uns für Ashley entscheiden, die getötet werden soll. Ob die dann zersägt worden wäre? Ich glaube nicht, er wollte ja niemanden töten. Aber gut. Wir werden es jetzt sehen. Oh mein Gott. Okay, los geht's. Schauen wir mal, wohin wir kommen. Bill Bates, Sprengtruppe, Northwest Mina. Hey Bill, ich hatte viel Spaß. Komm vorbei, wenn du meinst. Loretta, wer ist Loretta? Gut. Unwichtig. Okay. Ich habe diese Angst, dass wir irgendwie gleich wieder auf diese komischen Wesen treffen. Aber gut. Das hier komische Geschreie. Hilfe. Ich will nicht mehr. Okay. Okay, hier muss es lang gehen. Hoffen wir es mal. Shit! Gott. Was sind das für Viecher? Was sind das für Viecher? Nach links. Nach links. Oh mein Gott! Natürlich. So knapp, ey.
Was ist das für Viecher? Lauf! Wow, wow, wow. Alter Schwede. Oh oh. Was sind das für Viecher? Was sind das für Viecher? Die Seilbahn hat nicht funktioniert. Da sind wir auf diesen Turm und er fiel um und wir stürzten in die Mine, tief runter, in diesen scheußlichen, tiefen Minenschacht. Moment, Moment. Und dann waren Matt und ich da unten und... Oh Gott, ich glaube, Matt ist vielleicht tot. Halt, was? Emily, was ist passiert? Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram und da lag Beths Kopf. Was? Beths Kopf, er lag da. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Ist dein Ernst? Ja, mein voller Ernst. Ich glaube, sie sind da reingestürzt. Oh, verfluchte Scheiße. Schlimmer ist noch, ich glaube, Hannah war nicht tot. Also, von dem Sturz, nicht sofort. Was meinst du damit? Ich weiß nicht. Ich fürchte, sie war da unten. Und sie ist ganz langsam verhungert. Und wir haben hier oben alle nach ihr gesucht. Wer sollte das ahnen? Scheiße, das ist furchtbar. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Du bist da. Oh Gott, ja, Mike! Was ist mit Matt? Ja, das fragen wir uns auch. Dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily? Hey, Em? Wow. Wer kann das denn sein? Josh. Jess? Nicht Jess. Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Was weiß der nicht? Wir sollten nachsehen. Ich bin dabei. Gut. Vielleicht ja der Killer, der uns ja retten wollte. Wer auch immer dieser Typ ist mit dem Flammenwerfer. Das ist er. Das ist er. Okay. Ich mach die Tür auf. Bereit? Bereit? Das ist er echt. Los, das ist er wirklich. Ist wahrscheinlich ich hoffe, die ballern nicht ab. Ja, es sei denn, ich soll die Waffe nehmen. Nein, nein, nein. Keine gute Idee. Du die Tür, ich die Waffe. Nicht schießen, Jungs. Bitte schießt nicht. Bitte schießt nicht. Oh, ganz ruhig. Ganz ruhig, Mister. Wer ist das? Halt. Oh, shit. Schon gut, schon gut. Ganz, wer ist das? Ganz ruhig, Opa. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los, los. Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. Meint ihr wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh.
Ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wem? Wovon faselt er da? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Ich sage euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Ne? Sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Sch, Klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, Scheiße. Euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht darunter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen. Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein, nein, unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein, ich lass nicht zu, dass ihm noch was passiert. Wie noch was? Was meinst du? Chris, nicht. Ich wollte... Wir dachten, er hätte Jess getötet und er hat mich aufgezogen. Ich habe ihm eine verpasst. Chris! Vielleicht hat er es verdient. Ich hole ihn jetzt, er geht sonst drauf. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Gut. Der Rest von euch, geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ja, ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir. Und tust genau das, was ich sage. Gut, machen wir. Dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir, ich weiß es. Hey. Das war ein komischer Typ. Komm bloß zurück. Wir müssen uns beeilen. Wir sehen uns dann. Also, Sie sind der Experte für die Dinger. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Gut. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Also, dann. Wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Ja, da könntest du echt lange schießen. Ja, was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Sie mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie. So wie ein harter Panzer. Es sei denn, man brennt sie zuerst weg. Gut, an diesem Punkt setzen wir einen Punkt und beenden diesen Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. So langsam kommt Klarheit in die ganze Sache. Ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Bis dann und ciao.